Herzlich willkommen zur Kommentare kommentier Show. Heute mit schlechterem Ton, weil Philipp unser Mikrofon vergessen hat. War schon so Absicht? Was nicht? Heute kommentieren wir eure Kommentare zu Rülps, der Film. Hier ein kleiner Ausschnitt, würde ich mal sagen, für euch. Wir können ja direkt loslegen mit dem ersten Kommentar. Ich habe den Rülps bis zu mir gerochen. Von gerade den, meint er jetzt, oder wie? Ja, das ist eine neue Technik, die YouTube eingeführt hat, Geruchsfernsehen. Wann dreht ihr denn die ComCom-Show? Welchen Tag? Heute. Heute. Mal eine Frage. Kommt der Film wirklich ins Kino? Nee, er lief eigentlich bereits im Kino. Ach so, das wusste ich nicht. Da habe ich die Premiere verpasst. Von ja, meinem eigenen Film. In Scheiße. Er lief bisher halt nur in Novosibirsk. Ach so, okay. Ja. Die Rülpser sind so heftig, irgendwann kommt sein Gedärme mit raus. Wie soll das gehen? Sollen wir probieren? Komm, mach mal einen. Benutze deine Gabel. Wow. Gibt es eigentlich eine YTT-App fürs Handy? Wäre echt cool. Ja? Ich glaube aber nur für iPhone, oder? Gibt Bis es? Jetzt nur für iOS, ja. Sag mal, dein neues Handy aus? Nein! Das ist das neue iPhone 5. Weil sein Android kaputt gegangen ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie Apple-Nerds werden, die auch Klopapier mit einem Apple-Zeichen drauf. Deine dummsten Manager ist hier und der Türke ist der coolste von euch. Schon muss hier, mach gute Videos. Hey, warte mal, mein Handy klingelt. Oh, meins auch. Meins. Hallo? Ja? Ach, hi. Hi, TC. Was sagen Ochis Eltern eigentlich dazu, dass er Türke ist? Vielleicht wissen es einige schon, ich war ja vorher als Stefan unterwegs und meine Eltern, der Heiko und die Astrid, die finden es eigentlich ganz cool, dass ich jetzt so zum Türken geworden bin. Die wollten schon immer meinen kleinen Ahmed haben. Quatsch, alles Quatsch. Ich erzähle nur Lügen den ganzen Tag. Nein, ich stimmt auch. Du lügst die Fans an, das Alter. Das ist auch schon wieder gelogen. Oh. Lüge! Du Lüge! Meine Eltern sind Türken. Ich bin offiziell Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Also auch Türke eigentlich. Und ich bin stolz drauf. Meine Eltern sind stolz auf mich. Da habt ihr eure Antwort. In your face. OG, bitte rülpst mal nur, weil ich Türkei bin. Würde bestimmt witzig werden. Ich hab von euch geträumt. Wir waren in einem Imbiss an der Raststätte. Später auf dem Parkplatz habt ihr mich langsam ausgezogen und euch dann... Hä? Philipp? Das steht da gar nicht. Doch. Nein, da, mit dem Messer. Später auf dem Parkplatz habt ihr mich mit dem Messer bedroht und ein Haus weiter in den Pool geschmissen. Ich sollte dir Tauchringe holen. Könnt ihr mir das bitte erklären? Das ist ganz einfach. Er hat eine Peitsche genommen und ihr die Fresse gehauen! Du dumme Sau! Google mal, Klaus Kinski. Ich habe einen Kommentar geschrieben, bin ich jetzt cool? Ja. You got a official pimped, oder was sagt er denn? Xavier Naidoo? Yeah, you got official exhibit. Pimped. Sorry. Wie fängt man so einen Luftriebser auf? Ja, ich zeig's dir mal, warte mal. Hast du ihn? Ja, ich glaube schon. Oh. Ja, da ist er! Geh weg! Ich hab doch auch nur gerülpst. Warum bekomme ich keinen Plattenvertrag? Weil es einfach einen Unterschied zwischen Rülpsen und Rülpsen gibt. Weißt du, ich rülpse aus Leidenschaft. Das was? Ist so in Komm, TC, laber doch keinen Scheiß. Das sind Kommerzrülpser, was du machst. Kommerzrülpser. Ja, weil du Cash verdienst. Weil mir meine Rülpse was wert sind. Was mir scheißegal ist, was ich damit verdiene. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Kommerzscheiße. Selbst YTT ist komplett kommerziell geworden. Deine scheiß Rülpser sind kommerziell. Und YTT ist kommerziell. TC. Ja. Warst du sehr traurig, dass du keine Frau warst? Fragezeichen. Ja, es war schon anders irgendwie, weil... Also als ich den Philipp das erste Mal gesehen habe, dachte ich schon... Der macht ich das verdammt besser. Gut. Der macht okay. Das verdammt gut. Mhm. Hör ich da ein bisschen Neid raus? Nee, gar nicht. Nee. Habe ich auch nicht gehört. Ich habe eine super Leistung mit meinen Rülpsern hinbekommen und da bin ich auch sehr stolz als Mann. Ja, das war. Aber das mit der Frau und Rolle wird nicht mehr vorkommen. Was wird nicht das tut uns leid, wir wollen uns hier nochmal offiziell entschuldigen. Du, ich habe eine Menge Kommentare auch gelesen, dass ich gar nicht mal so schlecht war. Als Anfängerglück. Du reißt hier die Klappe das dann Geile schon mal ist, auf dafür, das dass du noch nie die Frau gespielt hast. Der Os hat schon mal eine türkische Frau gespielt. So eine LKW überfahren lässt! Ja, gut, also ich würde sagen, unentschieden. Wir sind gleich gute Frauen. TC, mach's nicht. Boah, Scheiße, ich wollte so machen! You did it! Ich wollte so machen! Yes! Ich bin genauso eine gute Frau wie TC. Und jetzt.
Das war's mit der Kommentare-Kommentiershow. Das war's mit der Kommentare-Kommentiershow. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Oder am Freititi-Tag. Oder am Freititi-Tag. Was wir da drehen, wissen wir noch nicht genau. Aber uns wird schon was einfallen, denn wir sind ja kreativ und so. Und wir müssen jetzt mal uns dran machen, ein Drehbuch zu schreiben, damit wir am Freitag wieder ein Video online stellen können. Freitag. Bis dahin.